Hallo. 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 Alter, das ist so genial, Alter. Obraniak ist ein Frauengesicht abgebildet. Wirklich? Ja, das ist so genial. Ja. Ich Vielleicht dachte, schaut er dass aus wie das. eine Frau. Bitte? Vielleicht schaut er aus wie eine Frau. Wie eine Chinesin. Ach so, okay, das. Ja, Tottenham steht mit dem Rücken zur Wand, kann man sagen. Da muss Kann ein man sagen. Pünktchen her oder am besten sogar drei. Man hat jetzt auch die Formation jetzt endgültig mal umgestellt. So quasi Last Chance. Funktioniert's? Ist gut. Funktioniert's nicht? Ist Arsch und kann man auch nichts machen. So. Erst Na einmal los geht's ja. FIFA. Frankfurt 3 Punkte derzeit in der Gruppe. Tottenham einen. Oh. Uhuhu, das war ein Fail. Ja, seit einer Woche jetzt kein FIFA gespielt. Alter. So ein Masel musst du mal haben, dass der Pressball so ankommt. Hast noch, hast noch. Schön. Hast nicht mehr. Yes! Ah, das war Arsch. Schön zu Tottenham durch die Alley. Hallo Adri, mein treuer Fan. Das war Urzufall. Er hat mir geschrieben, kommt heute noch ein Stream. Das war, ich glaube, 20 Minuten bevor wir den Stream begonnen haben. Ups. Vielleicht sollte man den Ton auch abdrehen von den Boxen, weil dann hört man sich zeitverzögert im Echo. Oh, der zieht nicht ab. Oh. Muss man sagen, schön aus der Drehung raus. Na, gleich wohl übernommen von Ali, der heute halt gut spielt. Sein Und erstes Champions League-Tor diese Saison. gut auch gehalten. Der war nämlich sehr schön verdeckt. Kann man mal probieren. Oh, schön. Schöner Doppelpass hier. Ja, zwei. Ja, ich würde sagen, Ending spielt die seine beste Saison. Ending. Entschuldigung. Spiel aber nicht. Der spielt ja nicht mehr dort. Schon lange nicht mehr. Ich weiß.
Richtig. Da sind wir eine Woche weg und schon. Bringt mal alles durcheinander. Oh, ja, da, so ist. Zuckerpass, aber Arschannahme. Oh, genauso das. Ups. Boah. Ja. Yes. Verdient. Nothing. So wie sie sich die gespielt haben. Zweites Tor von ihm. Okay, Hurricane Seed Gap. Nur so nebenbei einmal gesagt. Ja, weil er Hinteregger gelegt hat. Das war gar nicht gesehen. Oh, das kann er nicht erinnern. Ja, die Streamqualität bei mir ist Arsch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also jetzt, wenn ich mitschauen würde auf meinen... Computer. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Herz 1:1. Ja, was zu erwähnen wäre, hier ist der erstmalig in die Startformation gerückt. So, einen Wechsel gibt es, Mura statt Eriksen am Feld. Frankfurt bleibt einmal so. Scheiße. Rovic. Mit der ersten guten Möglichkeit gleich. Boah, schön.
Oh, Last der lasst ihm aus. Jovic. Das musste ich sein. So, Roberto Carlos. Nein! Boah! Alter, was machst du? Wieso bleibst du stehen? Jovic! Oh, machst du Spaß. Das war jetzt zu leicht gemacht hier für die Eintrachter. Bleibt da am Stand stehen und Jovic. Oh, das ist nichts. Na, Jovic jetzt aufgewacht, zweite Halbzeit, erste Halbzeit wie nicht anwesend gewesen. Alter. Alter. Nein! Was ist da hinten jetzt los? Ich versteh nicht, wieso der Goalie nicht rausgegangen ist. So, Doppelwechsel jetzt bei Frankfurt. Ja, aber wieder Jovic auf der Seite, da gut sich durchgesetzt. Also, zweite Halbzeit sehr, sehr stark von ihm. Hat man in der Halbzeit überlegt, ihn rauszunehmen. Und er dankt es dem Trainer, dass es nicht getan hat. Ja, Missverständnis jetzt hier in der Abwehr. Alter, nehmt ihn an. Ey, bitte, Alter. Was ist denn? Isabella, Herst! Hier ist ein Weg. Geht Daniela! Alter! Ja, geh raus einfach. Gibt's nicht, laufen alle beide down vorm Schirm umeinander. Nächstes Mal sperre ich wirklich, aber habt's Pech gehabt, Alter, mit deinem Scheißpapier. Wirklich. Oh, schöner Pass. Schöner Pass von Obrajniak auf Son. Nein! Und das müsste sein. Jetzt spreche ich wirklich zu. So, let's
letzter Wechsel, gleich wieder gebelastete Kostic jetzt. Nein, das wollte ich so nicht. Ja, vielleicht bringt er noch ein paar Akzente aufs Feld. Substitution for Tottenham Hotspur coming off the pitch. Number 7, Hong Min-sung. To be replaced by number 21, Quincy Promes. Minuten noch. Boah, schöner Pass. Alter, wohin? Wo der Zug rennt so? Alter, das startet nicht. Ah, oh, das startet nicht. Ach, schade. Oh, schade. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Oh. Okay, bitte weiß ich noch. Ja, Dreier aus für Frankfurt. Tottenham geht leer aus. Ja, und was das bedeutet, dass werden wir erst sehen. Haben sie noch ein Spiel? Ich glaube nicht, oder? Nein. Es gibt nicht viele Mannschaften, die 0 Punkte haben. Bei mir. Eine. Eine. Wer ist das? Monaco. Monaco. Oh, Monaco gerade. Krakau gegen Barcelona. So, Glücksdress. Außer du willst das Rote nehmen. Nope. Ja, Krakau hat einen Punkt bislang erreicht, Barcelona 3. Ah, nicht wirklich viel dann, Unterschied. Ja, Barcelona verlor gegen Leo 4:1. Und gegen Marseille haben sie gewonnen. Ja, vorletztes Spiel der beiden. So, man hat sich nur noch geschwind eine Position notiert für den Transfermarkt bei Barcelona.
Also Barca natürlich hier Favorit, ein rein wichtiger Schritt für den Aufstieg ins Achtelfinale. Wichtig. Wichtig. Boah. Oh, bis der abgibt. Alter, da ist keiner. Oh, schade. Schade. Ja, aber vielleicht über solche Konter, dass man gefährlich wird. Ja, aber durch solche Presse. Puh. Und den von die Plätscher, Mann. Die darf man halt dann nicht vergeben. Na, aber ganz knapp. Oh. Oh mein Gott. Das war eigentlich sein Tag. Boah. Ja, auch schön aufgepasst. Schade. Messi. Grünt, ich da lange mal in Front. Number 10. Boah. Doppelschlag. Gut, das wäre zu einfach gewesen. Ja, aber jetzt sind sie unter Dauerdruck.
Oh, sehr schön. Ja. Yes! Wichtig. Wichtig aus der Drangphase hinaus. Ganz wichtig, nach diesem Doppelschlag sich dann nicht weiter reindrängen lassen. Oh. Ja, man hat einen richtig starken Tag für sowieso was. Bestätigt hier seine Form. Ja, Basser will nur nichts anderes lassen und will diese drei Punkte mit nach Hause nehmen. Has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Oops. Ja, bis auf einmal, da waren sie extrem unachtsam in der Verteidigung. Pst, der hat 9 Schüsse, 9 aufs Tor, das hatte ich auch noch nie. Also man geht kein Risiko ein. Sicherheitswechsel in den hinteren Reihen. Ups. Oh, da war ein bisschen zu langsam. So klein, klein darf man sich nicht spielen.
Ja, zweite Halbzeit steht aber auch, muss ich sagen, Krakau besser hinten. Ne, ist die Frage, wie lange können sie kraftmäßig hier so weiterspielen? Ja, 20 Minuten noch. Diese zweite Halbzeit torlos. Und auch ohne Chancen eigentlich. Ja. So, bringen wir mal frischen Wind rein. Die letzten zwei Wechsel werden rausgehauen. Wahnsinn, Taylor und Fletcher. Stark jetzt hier vorne. Und die Chance lebt. Fletcher wird jetzt zwar gehen. Ja, vermissen Sie hier Barcelona den möglichen Aufstieg? Oh. Oh. Und der ist frisch, der Gazza. Ah, schön gemacht von Roberto. Oh. Nein! Yes! Erwischt den noch. Fuck! Na, ich bin ja gespannt. In FIFA 20 haben sie gesagt, sollen sie Freistoß und... Oh. Yes! Elfmeter revolutionieren. Ja. Pff.
endlich mal wieder Heidenmodus und ja. Käfigmodus da. Wahnsinn, Leistung diese zweite Halbzeit von Krakau. Und diese Wahnsinnsleistung von diesem Mann, Zähler. Ach, ärgerlich. Ja, vorletztes Wahnsinn. Spiel von beiden. Das wird noch heiß werden in der Gruppe. So, nächstes Spiel ist dann Southampton gegen Gladbach. Letztes Spiel der beiden. Ja, für Gladbach, für den Aufstieg brauchen sie auf jeden Fall einen Sieg. Dann sind sie durch, genauso wie Southampton. Aber Southampton könnte auch unter Umständen ein Unentschieden reichen. Man da noch. Ja, für Gladbach wäre das der erstmalige Aufstieg. Genau. Aber Southampton ist ja nicht irgendwer. Also da hinten auch eigentlich gute Spiele, eigentlich nur die Niederlage, das 6:5 gegen Ajax, und das war ja eigentlich auch ein Top-Spiel, also. Ja, Gladbach auch eben gegen Juventus 6:0 Klatsche jetzt eingefahren beim letzten Mal. Oh. Wow, zu hart. Da geht es hier. Oh. Und? Havertz. Ja, sie müssen wenigstens auch nicht mehr um den Abstieg mitzittern, was ja auch immer ein Thema war. Oh. Schön. Oh Mann. Lemina. Sein erstes Tor für Southampton. Schon 9 Assists gegeben, aber noch kein Tor geschossen. Jetzt hat er sich mal selbst belohnt.
Auch für Gladbach auch, glaube ich, auch eine schöne Herausforderung, da gerade, was du immer sagst, in der Offensive hapert es. Spielt man hier gegen eine Fünferkette auch noch. Na, das gibt's nicht. Puh, und das geht so einfach hier. Alter. Alter. Ah, oh, Paulinho zu langsam. Gelb. Ja, sie machen nichts draus. Oh, lang schön. Eine Kinderabwehr. Alter. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Alter, du bist ein... Alter, nein, ich gebe dich wieder auf die Reserve, Player, du Trottel, du, Alter. Vielleicht hast du was bei der Öse-Liga gerissen, Alter. Nein. Aber da bist du wirklich.
Marionette. Ja, gute Nacht. Gute Nacht? Na, buona notte. Ach so. Oh. Oh, lang. Lang gegen Long. Das hatten wir schon mal, oder? Ja, stimmt. Alter. Oh. Okay. Das war der Mitleidsbonus, weil er Deutscher ist. Oh, schön verliebt. Ja, na. Was? Okay. Alter? Ja, gekommen, Alter. Na gut, Ending geht's. Gutes Spiel trotzdem von ihm. Jupp, das auf jeden Fall. Oh, Alter, wieso lässt sich der nicht übernehmen? Oh, der Verteidiger hat sich jetzt nicht übernehmen lassen. Ja, ich glaube, das ist gelaufen. Er hat trotzdem gerade noch 4 Punkte gemacht. Glaube ich auch ein starkes Zeichen. Gegen Juventus und Southampton hat es halt nicht geklappt. Ich muss aber halt noch dazu sagen, das sind zwei sehr, sehr starke Kaliber. Auch Long spielt eine seiner besten Saisonen, muss man jetzt auch dazu sagen, genauso wie eben, wie gesagt, das Ending. Genau. Long hat schon 9 Scorerpunkte innerhalb von 4 Matches. 6 Tore, 3 Assists. Oh.
Alter. Ja. Genau, hängen Chirac Goschen an, Alter. War ja nix, Alter. Lang gespielt in der Premier League. Gut, für den nächsten schießt du auch nicht mehr. Alter, drängst du mich weg, Hammer? Oh, Paulinho. Ja, man hatte kurz gehofft, nachdem sie eben sich so gut verkauft haben. Oh, nicht mit dem bringen sie rein. Nachdem sie sich so gut verkauft haben mit 4 Punkten, hoffte man natürlich, dass da mehr drinnen ist. Dass das Abenteuer der dritten CL noch nicht... Alter, wirst du den angenommen? Noch nicht vorbei ist. Ui! Aber so werden wir sie eher nächstes Jahr wiedersehen. Aber muss sagen, es war ihr stärkstes Turnier und ich glaube, an dem muss man festhalten. An dem muss man festhalten, ja. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich wieder. Okay. Die ganze Elf durch. Long hat da auch nicht getroffen. Nein, Long hat er jetzt noch nicht getroffen. Er hat eh noch bis jetzt Elf getroffen. Also, ich muss kurz in der Regie nachfragen, ob sich jetzt noch ein Spiel ausgeht. Ich bin gleich wieder da. Jupp. Aber auf die Abdrücke? Ja. So, wir sollten schnell loslegen. Wenn er da ist, der Ending. Oder auch nicht, wenn er nicht da ist. Ja, der nächste Match lautet Frankfurt gegen Ajax. Und ich dürfte da irgendeinen Fehl gehabt haben. Ja. Ich dürfte da mal ein Spiel, also so eine Runde, also nicht Runde, sondern so, was sehen, wenn wir neu begonnen haben, quasi an einem anderen Tag, dürfte ich mich in der Zeile geirrt haben. Okay. Denn für Frankfurt ist es das letzte, für Ajax das vorletzte. Mhm. Und so ist es aber dann auch in Gruppe B, da hat Paris noch zwei und die anderen haben das letzte. Und auch in Gruppe C hat Manchester City noch zwei und alle anderen haben das letzte. Ah ja. Dann machen wir mal alle, die noch zwei haben, hätte ich gesagt.
Naja, aber dann können wir das nicht so mit Gruppen abschließen machen. Achso, okay. Okay, nein, nein, wurscht. Dann lassen wir es so. Dann brauchst du nur fertig drücken. Was bei die Maus? Wenn du das Team ausgesucht hast, natürlich. Kann sein, dass ich dann zwischendurch geschwind dann rein muss, in der Pause oder so. Da haben wir die Auswahl. So, ja, Frankfurt haben wir heute schon gesehen. In Tottenham, Ajax sehen wir heute noch einmal. Und zwar in zwei Spielen gleich wieder. Ja, Ajax hat 6 Punkte. Die Tottenham? sind jetzt nie. Habe ich Tottenham gesagt? Ja. Meinte natürlich Ajax. Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich mir nämlich nicht mehr ausgehen Ajax können. Entschuldigung. hat 6 Punkte. Die haben halt keinen Druck mit einem Sieg. In den nächsten zwei Spielen wären sie durch. Haben aber Juventus und jetzt eben Frankfurt als Gegner. Genauso ist das aber auch für Frankfurt. Mit einem Sieg werden sie jetzt durch, aber die haben nur dieses eine Spiel hier. Mit einem Unentschieden, ja, vielleicht gute Chancen. Aber noch nicht fix. Ah, oh, das war. Also Ajax auch sehr gut in dieses Turnier gestartet, noch keine Niederlage. Der 6:5 Sieg gegen Southampton. Oh. Oh. Und dann der 2:1 Sieg gegen Feyenoord. Alter, und dann so verlieren den Ball. Oh, dann. Šeljović. Und von dem erwarte ich mir jetzt natürlich die Leistung von Anfang an, wie gegen Tottenham. Oh, schön abdrängt. Alter. Schön. Schöner Direktversuch. Ja, Frankfurt weiß, gegen wen sie spielen. Ajax hat sich also ziemlich schon unter diesen Top 16 etabliert. Ist jetzt immer aufgestiegen in die K.O.-Runde und auch dieses Jahr eben sieht sehr gut aus. Jetzt ist ja auch sehr weit gekommen. Also jetzt gar nicht mehr wie weit auswendig. Halb, Viertel. Sowas halb. Könnte Halbfinale gewesen sein, ne? Weil es sind die, gegen Liverpool sind sie ausgeschieden, das weiß ich. Und Liverpool war ja dann im Finale, also könnte doch raus. Das also gut eingefügt ins Team. Ja, man hat jetzt erst Bedenken, dass man hier Gianni ziehen hat lassen, ohne einen würdigen Ersatz, aber ich glaube,
Das hat man gut gemacht, den Transfer. Boah! Und der bestätigt es. Alex Schütz, das ist dein dritter Ballfall in diesem Turnier. Ja, der Mann hat einen wuchtigen Schuss. Komme ich immer mehr drauf. Oh, was? Okay. Alter. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Alter. Witsch. Ja, habe ich vermutet. Was denn? Hat seinen voll niedergehabt, wie er vorrennen wollte. Hab ich das voll nicht gesehen. Oh, das war rasch. Gott sei Dank. Oh, gut ausgebessert. So, jetzt über Tadic. Er spielt stark, spielt auf dieses eine Tor. Frankfurt bekommt er immer wieder zu Chancen. Indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Was sonst geht los hier? Frankfurt im Offensivspiel. Mal schauen, gegen Tottenham war auch die zweite Halbzeit besser. Ja, das stimmt. Vielleicht trifft der Adehüter wieder den wunden Punkt beim Team. Ja, aber auch Ajax. Klar, wenn die hier gewinnen, haben sie keinen Druck mehr. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Den Druck aufheben bis ins letzte Spiel. Wäre nicht gut und ich glaube, sie könnten auch, wenn meine Berechnungen stimmen, Salzburg Schützenhilfe leisten. Aber dazu müsste Salzburg auch selber seinen Anteil bringen. So, dem Kind gute Nacht gesagt, jetzt geht es weiter. Oh. Oh. Blind.
Oh. Oh, blind, schön. Sowas darf man sich nicht leisten. Oh, so ist auch nicht. So das für ein. Oh! Roberto Carlos hinter Gelb. Oh. Alter, der nimmt den an in der Mitte noch. Oh. Gott sei Dank. Das geht besser. Ja, das geht besser. Oh. Oh, Jovic. Ja, zweite Halbzeit ist wirklich wieder stärker von Frankfurt. Ah, oh, Dadic zieht nicht ab. Sehr erfolgreich. So, nächster Offensivmann. Der dritte Stürmer kommt im Bunde, Lee Terry. So, wurde wieder notiert, Positionen zur Verbesserung. Eieiei. Mit seiner ersten Ballberührung quasi.
Das geht sich nicht aus. Oh. Nicht gewusst, dass das so glatt durchkommt. Moment, beide durch. Oder? Nein. Alter. Puh. Yes. Schon. War der Torwart zu weit draußen? Oh, fuck. Neves. 2:1. Kramstadt Tadic. Derzeit nur Ajax, jetzt fix weiter. Schön gemacht. Den hat er sich selbst aufgekickt. Goal for the visitors. Number 17, Sebastian Rode. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ja, sie haben gekämpft, teilten sich die Punkte. Wie ich höre, sind sie beide weiter. Genau. Gute Partie wieder. Die Frage ist jetzt, wer noch hier zittern muss. Ja, zittern, das ist jetzt eigentlich eine ziemliche Sache. 3 Tickets sind jetzt fix vergeben. Das letzte Ticket geht entweder an Juventus oder an Salzburg. Jedoch braucht erstmal Salzburg Schützen wieder dann von Ajax. Und los tun, gehen wir dann gleich mit Feyenoord gegen Salzburg. Salzburg, ja, muss gewinnen. Na? Salzburg muss auf jeden Fall gewinnen und Ajax muss gewinnen und dann entscheidet die Tordifferenz. Gut, und ich höre gerade, ich muss noch mal kurz zum Einsatz. Ich bin gleich wieder da. Sorry.
So, sorry Leute. Sorry, Alex. Nichts passiert. So, also eben, dass Salzburg mal Chance auf den, auf dieses Ticket hat, muss erstmal hier Feyenoord geschlagen werden. Und Feyenoord ist auch in einer komischen letzten Situation mit 2 Punkten abstiegsgefährdet. Nach wie vor. Wow. Das heißt, hat es ja auch ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt. Dieses Jahr geht es um den Abstieg. Ja, das heißt. Das heißt, für beide geht es um was. Genau, das heißt, beide werden nicht abschießen lassen wollen. Abschießen lassen will sich keiner, sage ich mal. Ja, und für Salzburg wäre es das erste Mal auch die Teilnahme an der K.O.-Phase. Ja, das Legenden-Duell gleich mal auf der Seite. Oh. Die erste Chance und die zweite hinterher. Oder? Gott sei Dank. So, jetzt hat das Ganze ein bisschen gewechselt. Vom Druck her. Das ist dein erstes Tor jetzt erst in diesem Turnier. Ja, zuerst Salzburg mit den guten Chancen, jetzt Feyenoord mit den guten Chancen und da war er drin. Wieder Salzburg. Oh. Mit einem kleinen Unterschied, der geht nicht rein.
Oh, Gott sei Dank war da noch dazwischen mir. Ja, Sascha, ist die Spiel beider Mannschaften eben, beide wollen hier einen Druck erzeugen. Mal schauen. Oh, das gibt's ja nichts. Man ist zwar ein bisschen mehr spielbestimmend, aber die bessere Chancenauswertung liegt bei Fennart. Ah, Alter! Bist du behindert, Schiri? Lasst nicht, Alter, der lasst da nicht weiterlaufen, das gibt's ja nicht. Das war jetzt Marke uncool. Na, war jetzt gerecht. Das war nicht so nah am Strafraum. Oh, schon, Mandy. Oh. Warte, rutsch noch mal. The fourth official has indicated there will be a minimum of. Komm, seine Leute, ein Tor noch, geschwind. Oder auch nicht. Ja, so wie du sagst. Mehr spielbestimmender ist Salzburg, aber zweimal ist mir nicht zum Kopf gekommen und zweimal hat er ihn verwertet. Oh. Nein. Das gibt's nicht. Die Innenverteidiger nicht so gut aus bei Salzburg. Gott sei Dank. Nein! Den muss er machen. Alter, gibt's das? Was? Voll. Puh, Fanjot.
Ja, wie die anderen Matches auch, sie spielen in dieser Saison einen verdammt guten Fußball, muss ich sagen, die Salzburger. Aber es hapert eben noch an gewissen Sachen, wie der Chancenauswertung, die man machen muss. Oh, was war das Süßes? Nein! Schon. Oh. Alter! Yes! Alter! Das war, das ist jetzt aber nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, Alter! Alter, du gehörst auspatcht wie früher, Alter. Wie früher gehörst du auspatcht für sowas? Ja, Spoiler-Alarm, Salzburg wird wohl nicht aufsteigen. Ja, Alter, der nächste Schwarze. Ich glaube, wir werden bei der Straflage errichten. Scheiße. Fenjord schießt sich hier weg vom Abstieg, also wir sehen sie nächstes Jahr wieder. Das glaube ich ist eben auch hier bestätigt und damit sind die Tickets an Southampton, Juventus, Frankfurt und Ajax vergeben. Ups, den wollte ich nicht. Ja, für Leute wie mich machen es die Verteidigung auch schwerer. Was? Ja, Verteidigung machen es auch schwerer, haben sie gesagt. Schwerer? Dass du schwerer die Verteidigung ausspielen kannst und so. Na, ich habe nur gelesen, dass die KI der Offensive verbessert wird. Ja. Ja. Ein Tor dürft ihr noch machen, Alter, zum Abschluss. Bevor es euch wieder in die Saison schleicht, Alter. In der nächste. Ah, oh, da werdet ihr wirklich so weggeschossen. Alter. Ja, Doppeltorschütze geht. Gohard Schul kommt.
Boah, das ist nicht das Foul zählt worden. Alter, Mandy? Puh, das ist eine herbe Klatsche. Mandy macht ja keine gute Partie. Schon weiter. Wow. Alter, das. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Oh, das war neuer Spaß. Ja. Papadosen hat mich gefreut. Wir sehen uns in der vierten CL wieder. Aber man muss auch sagen, so wie Gladbach die beste Saison. Na gut, dann geht es noch eigentlich im Abschlussspiel Gruppe A. Da geht es dann eigentlich nur mal um Gruppensieger und so weiter. Um Moneten. Sonst nichts wirklich. Juventus money, gegen Ajax. Money, money, always funny in a rich man's world. Der Sieger der beiden. Alter, ist da. Ist Gruppensieger. Ein Unentschieden ist es dort hinten. Ja, für Southampton, Juve und Ajax ist es das dritte Turnier und die dritte Teilnahme am Achtelfinale. Ich glaube eben auch eben, dass Frankfurt, Tottenham, Salzburg, Gladbach auch eine sehr schwierige Gruppe hatten, was das Potenzial hier anbelangt. So, da probieren wir mal was. Lassen wir mal Zahavi von Beginn an spielen. So. So. Ja,
Ja, ein Team konnte Salzburg Juventus schlagen, das war Salzburg. Genutzt hat es ihm nichts. Ja, und Ajax ist nach wie vor ungeschlagen. Oh. Ja, schön gemacht. Und da waren sie offen. Ja, und Juve spielt eigentlich immer ein sehr starkes. Sie sagen eine sehr starke Gruppenphase. Und im Achtelfinale ist der Schluss. Ich glaube, sie es dieses Jahr ein bisschen mehr schaffen. Gegen Gladbach eingeschossen für Ajax 6:0, 3:0 gegen Tottenham. Also auch hinten relativ sicher dann das 2:1 gegen Salzburg. Oh, was war das, Tadic? Also auch defensiv ist Juventus eine sehr große Nummer. Warte, was war das jetzt? Das war ein Fall, glaube ich. Oh mein Gott, der hat nicht weggeschossen jetzt. Oh! Bin verschätzt. Oh! Da helfen sie alle aus. Ah, das war abseits. Ah, da hätte man Zeit gehabt. Oh. Oh.
Na, no, das war nix. Ja, offensiv kommt hier zu wenig. Kein zu langer Pausenstand, Juventus spielt sich schön runter. Ja, man sieht auch aufgrund der Torchancen, dass da nichts los ist. Null Schüsse, dadurch auch keine aufs Tor, eh klar. Aber wer weiß, Ajax kann überraschen. Jorginho, nächste Stange. Boah. Jorginho im Sommer eine sehr große Bereicherung gewesen, hier im offensiven Mittelfeld. Machen wir gleich komplett den Wechsel. Schön. Er kam aufs Feld und leitete den Assist an. Ja, letztes Jahr. Top Assist gewesen. Jetzt ist es sein erster. Ja, und es steht 1:1. Oh, kein Abseits. Oh.
So offensichtlich war das. Ja, aber durch Arnautović wird das Spiel offensiver von Ajax. Oh. So, Plante kommt als zweiter Stürmer. Schade. Oh, schade. Oh mein Gott. Was? Boah, ho, ho, ho. Was? Mit dem Pfiff habe ich jetzt echt gerechnet schon. Bist du deppert. Fehlentscheidung. Das war eine glatte Fehlentscheidung. Oh, jetzt habe ich den Ball nicht weggebracht. Jetzt ist er da. Bist du? Oh, er kann auch noch eine andere Pose. Da hat er sich echt zurechtklickt, bevor er den wegschießt, blind. Oh. Ups. Mein Verteidiger könnte beim Frauenfußball spielen. Wenn er dann passt, der liegt. Der liegt, der Alte. Oh, schade. Oh. Oh. Oh.
Ja, gutes Abschlussspiel. Ja, schade für Ajax, dass sie hier keine weiße Weste behalten haben. Also Southampton, Juve, Frankfurt und Ajax steigen mal hier in Gruppe A auf. Nun geht's in Gruppe B. Und in Gruppe B sind die 7 Kandidaten möglich derzeit. Oha, bei wie vielen Spielen? Was hast du, wie viele Spiele? Na, wie viele Spiele sind in Gruppe B jetzt? 4. Oha. So, und das erste ist gleich Slavia Prag gegen Paris. Paris hat eben 2 Spiele noch. Ja, Paris reicht ein Unentschieden. Prag braucht den Sieg. Aber Paris hat eben 2 Spiele, also die haben dann noch einmal die Möglichkeit. So, ich habe es vorher schon gesagt, in Ending zumindest, dass wir hier heute einen verkürzten Stream machen. Und ich würde sagen, machen wir das als Last Game, wenn du nichts dagegen hast. So. Paris mit dem Ampfiff. Wann spielt denn Bayern? Bayern hat kein Spiel mehr. Ach so, weil mich hier schon mal, ich lasse ihn weiter zittern. Ja, Gruppe B. Achso? Sorry, Michi. Flagert aus Cavani in der Nacht. Paris wird. Weiterst du? Goal for Paris Saint-Germain. Number 9, Edinson Cavani.
Ja. Schön. Lebenszeichen, Brack. Stopp trifft. Boah, schöner Pass. Ach doch. Pogba. Pogba. Ja. Was? Das war zuerst Ball gespielt, Alter. Alter, das... Nein, das gibt's doch nicht. Das war doch Ball gespielt, oder? Und so schnell geht's. Dann ist wieder, ausgeglichen hier. Er ist zwar mit dem Fuß hingefahren, mit dem Knie, aber er hat zuerst den Ball getroffen. Habe ich nicht so genau gesehen. Für mich wäre es jetzt im ersten Moment auch keiner gewesen. So, dranbleiben, Burschen. Oh, schade. Seit Deutschland habe ich ein Rap-Lied von dir im Ohr. Legoland liegt ziemlich nah bei einem Atomkraftwerk. Das habe ich jetzt ganze Zeit im Ohr gehabt, das ist so schön verstrahlt. Ja, wenn es nur ein Punkt wird oder ein Sieg wird, der ist hart erkämpft. Oh. Sieht. Hat aber gut mit und gut auch ausgeholt. Das heißt eigentlich, Gruppe B ist die spannendste von den Punkten her. Würde ich nicht sagen. Oh.
The fourth official has indicated there will be a minimum. Oh mein Gott. Oh, was für ein Segen, also. Oh! Mein Gott, oh, wo klärst du das hin? Das war jetzt ein Fail-Pass, bist du deppert. Spannungsgruppe mit Gruppe D. Okay. Da ist noch viel mehr möglich als bei 7. Naja, schon 7, aber alle haben mehr Punkte generell. Achso. Da haben 3 Mannschaften 6 und 4 Mannschaften 3 Punkte. Das heißt, wenn zum Beispiel Prag gewinnt, ja, dann hat zum Beispiel eine Mannschaft mit dem, zum Beispiel, wie soll ich das sagen, Bayern Münchens Möglichkeit schon weniger. Mhm. Weil die sind dann mit 6 Punkten. Paris hat noch ein Spiel, Rapid hat noch ein Spiel, Athletic hat noch ein Spiel. Die haben auch 6 Punkte. Boah, da kommt es dann echt auf die Tordifferenz auch noch. Genau. Bei den anderen ist das halt auch so, aber der Gruppe D hat keiner mehr wie 5 Punkte. Das ist dann auch noch sehr eng mit der Tordifferenz. Auch schon vom ersten bis zum letzten Platz. Was haben das jeder dann mit 6 Punkten oder 5 Punkten beendet? Und dann trennt der letzte vom ersten 2 Punkte oder so. Ah ja. Das ist dann wirklich eine spannende Gruppe. Oh. Lasst leider gute Chancen aus. Oh. Pogba. For the visitors, number 6, Paul Pogba. Oh, no. Oh, that's weak. Die haben sich jetzt gesperrt gegenseitig.
Stoch hat zwar einen guten Körper. Yes. Oh. Schade. Ja, der kann leider nicht mehr. Gut, Stoch wird gegen sehr gute Leistung abgerufen. Jetzt sind seine Kräfte am Ende. Die Maria eiskalt verwertet. Oh, das gibt's nicht. Oh, dann darf man den auch so. Ja, 3 zu 3. Leider ist Endstation für Slavia Prag hier. Und PSG ist durch. Und PSG ist durch. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Macht es gut. Genau, macht es gut. Bleibt geschmeidig. Oder ciao. Ciao, Papa. Pfiat euch.